Es ist wieder Mittwoch und heute hat es die zweite Angriffswelle der Hadronen nach letztem Mittwoch wieder auf mich abgesehen. Ich bin der Callcenter-Crusher und ob und wie ich mich gegen die Hadronen wehren kann, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Jo, moin. Schönen guten Tag, Herr Peter. Nee, Hallo. jo. Mein Name ist Vince Schmidt. Ich rufe Sie von der Finanzmarkt an. Jo, mein Name ist aber Herr Borchert, ne? Aha. Hier steht Peter Borchert, ja? Jo, Borchert ist mein Nachname, jo. Super. Okay. Herr Borchert, ja? Sie Jo. haben sich für die passives Einkommen interessiert. Richtig. Jo. Super, schaffen Sie. Haben Sie Erfahrungen am Finanzmarkt? Nö, Finanzmarkt nicht, nee. Ich habe mal ein bisschen was gehandelt, Ah. ne? Ich habe so alte Fernseher Aha. verkauft, jo. Keine Sorge. Wenn Sie keine Erfahrungen haben, wir werden für Sie eine Anfängerplattform aktivieren, damit Sie mir ein Konto eröffnen und natürlich die Schulungen bekommen. Okay? Jo, und von welcher Firma rufen Super. Sie jetzt an? Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Und Sie haben bei unserem Unternehmen registriert. Jo, bei welchem Dann ich Unternehmen rufe Sie denn? an. Gasprofit. Ah, jo, das hat aber Gasprofit nicht. Service. Ja, das hat aber nicht geklappt irgendwie. Was haben Sie? Ich sag grad, das hat nicht geklappt irgendwie. Da sollte ich ja weitergeleitet werden und da wurde die Seite gleich geblockt, ne? Das heißt, ich weiß gar nicht, dass das, wo ich da jetzt nun gelandet bin. Aha, schauen Sie. Jetzt, ich weiß nicht, was haben Sie gemacht? Jetzt haben Sie ein Konto oder noch nicht? Ja, ich weiß ja gar nicht, das ging ja gar nicht weiter. Das war dann, ich habe mich da eingetragen und dann wurde ich weitergeleitet auf so eine Webseite und die wurde gleich blockiert, ne? Deswegen weiß ich gar nicht, Aha. welche Firma Sie sind nun. Aha. Unsere Firma heißt Hadron Capital. Zum Beispiel, unser Unternehmen in diesem Monat hat sehr, sehr gute Möglichkeiten für unseren Kunden. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Konto mit uns aktivieren, Sie bekommen jeden Monat von 10 bis 50% Profit. Jo, 10 bis 50 Aha. Prozent. Ja, 15 von oder 10? 50? Nein, 50, Ah ja. ja, okay. Okay, und Sie arbeiten nicht allein. Sie arbeiten mit unserem Analysten. Unser Unternehmen hat auch Analysten und unsere Analysten haben in diesem Bereich schon 7 Jahre Erfahrungen. Dann Sie weiter mit unseren Analysten arbeiten, okay? Jo. Das geht mal. Okay, super. Herr Beuchert, welche Zahlungsmethode haben Sie? Jo, Ist aber das ich Visa weiß. oder Master? Visa? Nee, habe ich nicht. Ich habe keine Master? Kreditkarte. Aha, Online-Banking. Jo, das habe ich. Aha, super. Jetzt, wenn Sie möchten, mit 250 € werden wir Ihr Konto aktivieren. Und dann Sie bekommen einen Anruf. Sie warten diesen Anruf. Sie bekommen einen Anruf von unseren Analysten. Dann Sie werden weitermachen und Sie arbeiten, ich habe schon gesagt, nicht allein. Jo, Sie aber bekommen einen Anruf mit unserem Analysten. Dann werden Sie weitermachen, okay? erstmal möchte ich gerne wissen, wie Ihre Webseite ist, weil ich habe Ihre Webseite ja noch gar nicht gesehen. Aha, wenn Sie möchten, jetzt in diesem Moment schicke ich Ihnen bei Ihrem E-Mail, okay, unsere Website und Lizenz. Das ist kein Problem, okay? Jo, dann mal los. Dann warte Okay, ich mal auf super. die E-Mail. Weil ich muss ja erstmal sehen, was Ihre Webseite ist, weil wenn die gar nicht angezeigt wird, weil die blockiert wird, dann will ich natürlich erstmal wissen, was Sie eine Firma sind. Jetzt, ich schicke bei Ihnen, ich vorbereite alles. Moment. Jo. Aha, okay, Moment bitte. Unsere Website und Lizenz jetzt zu bekommen. Mit Namen Vince Schmidt natürlich. Mein Name ist das. Schauen Sie das noch einmal.
Bitte was? Wie bitte? Ich habe Sie da nicht so ganz genau verstanden. Was haben Sie nicht verstanden noch nicht? Ja, das, was Sie gesagt haben. Sie sind Win Schmidt. Win Schmidt, ja, natürlich. Ja. Jetzt, ich schicke das für Sie. Jo, da warte ich mal auf die E-Mail. Aha, Moment. Öffnen Sie Ihre E-Mail. Aha. Jo, ist aber keine E-Mail. Haben Sie das bekommen? Nein, habe ich nicht. Ist noch keine E-Mail da. Aha, Ihre E-Mail ist peter.borchert@gmailbox.org, ja? Jo, so, jetzt ist eine E-Mail da, ja. Ja. Aha, haben Sie bekommen, ja? Jo. Aha, guten Tag, ich bin Win Schmidt von Finanzmar, ja? Ja, genau, so. Öffnen Sie, drücken Sie dort. Jetzt sehe ich hier hardroadkapital.de. Wie bitte? Ich sehe Ihre Website. Hören Sie nicht so gut? Aha. Haben Sie irgendwas an den Ohren? Aha. Bitte? Genau. Wie bitte? Hören Sie eigentlich gar nicht zu, wenn ich was sage? Was haben Sie gesagt? Nochmal bitte? Warum muss ich denn alles wiederholen? Hören Sie denn nicht zu, wenn Sie telefonieren? Okay, Entschuldigung. Was haben Sie gesagt? Oh, wie oft soll ich das denn noch sagen? Hören Sie eigentlich gar nicht zu, wenn Sie telefonieren? Aha. Das war eine Frage. Okay, ich höre diese Frage. Ja, dann beantworten Sie die Frage. Sagen Sie das nochmal bitte. Entschuldigung, ich habe das nicht so gut gehört. Nee, jetzt frage ich das nicht nochmal. Ich glaube, Sie wollen mich veräppeln. Ich glaube, Sie wollen mich veräppeln. Herr Borchert. Wenn Sie möchten, jetzt für Ihre Überweisung, für Ihre Aktivierung, jetzt ich überleite diesen Anruf mit meiner Finanzabteilung. Sie hat schon über 3 Jahre in diesem Bereich gearbeitet und sie versteht am besten und empfehle Ihnen, wie es am besten, dann Sie werden weitermachen, okay? Spricht die so ein bisschen Deutsch, nicht so wie Sie? Ich verstehe Sie gar nicht, Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Aha, okay. Ich überleite jetzt den Anruf mit meiner Finanzabteilung, okay? Jo, das sagten Sie bereits. Okay. Moment bitte. Hallo? Hallo. Hallo. Ja, schon guten Tag, Herr Borchert. Ja, sprechen Sie ein bisschen besser Deutsch als der Kollege? Ich denke, dass wir alle gleich sprechen, ja? Wir sind kein Deutschlehrer, damit Deutsch beibringen, ja? Ja, aber Sie rufen doch in Deutschland an. Meinten Sie nicht, dass das ein bisschen besser wäre, wenn Sie ein bisschen Deutsch sprechen? Okay, Herr Borchert, wir rufen Sie vom Finanzmarkt an, ja? Nicht zum Beispiel von einem Sprachzentrum. Aus diesem Grund, Herr Borchert, ja, aber Sie rufen, denke, dass Sie... Aber Sie rufen doch in Deutschland an. Da ist es doch bei Sachen wie Geld, wenn man zum Geld geht, da muss man doch eigentlich ein bisschen Deutsch sprechen können. Genau, genau. Mein Kollege spricht auch gut Deutsch und ich werde auch mit Ihnen auf Deutsch kommunizieren, okay? Ich hoffe, dass Sie jetzt mich verstehen, ja? Das werden wir sehen. So, dann erzählen Sie mal. Okay, schauen Sie, Herr Borchert, Sie haben sich für passives Einkommen interessiert und sich einfach auf unsere Portale angemeldet, ja, damit vom Finanzmarkt profitieren. Und wir wollen einfach für Sie ein Konto aktivieren, ein Handelskonto, ja? Wo Sie schon einen Profit bekommen werden und natürlich mit verschiedenen Märkten handeln. Herr Borchert, haben Sie Erfahrung am Finanzmarkt, oder? Nee, habe ich nicht. Okay, dann bedeutet das, dass es Ihr erstes Mal, ja, mit uns wird. Jo, das ist mal logisch, ja. Genau. Also, Herr Borchert, schauen Sie, ich werde dann für Sie jetzt eine Anfängerplattform aktivieren, damit Sie zusammen mit uns handeln könnten. Und zusammen mit unseren Analysten handeln, okay? Damit Sie nicht allein werden. Damit ich nicht allein werde? Genau, genau. Sie haben keine Erfahrung und aus diesem Grund, Sie werden zusammen mit Analytikern handeln, ja? Sie werden zum Beispiel Ihnen Signale geben, Sie werden diese Signale im Voraus bekommen und schon mit diesen Signalen, Sie werden einfach diese kopieren und dann zum Beispiel irgendeine Kryptowährung kaufen und verkaufen, ja?
weil sie eine fundamentale und technische Analyse benutzen und sie können das schon im Voraus wissen, ob der Markt nach oben oder nach unten geht. Okay, Herr Borchert? Ach, das weiß man bei der Börse im Voraus? Ja, im Voraus. Ach, ich dachte immer, das weiß man nicht. Haben Sie da so eine Glaskugel, wo Sie im Voraus gucken können? Schauen Sie, Herr Borchert, wie werden Sie das wissen? Ja, Sie haben eine große Erfahrung in diesem Bereich, genauer sagen schon über 7 Jahre, ja? Und Sie haben alle ein Studium in diesem Bereich gemacht, aus diesem Grund. Ich werde nicht sagen, dass Sie 100% das wissen, aber wahrscheinlich 90%, es gibt schon die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das einfach wirklich wissen, ja? Ob der Markt nach oben oder nach unten geht. Alles, was Sie brauchen, ist nur diese Signale kopieren, ja? Und Sie werden das dann einfach einfügen, ja, zum Beispiel, ob Bitcoin nach oben oder nach unten geht. Wahrscheinlich werden Sie das nicht wissen, ja. Aber Sie wissen alle Neuigkeiten im Voraus, ja. Diese Neuigkeiten kommen uns in ein paar Sekunden schon und wir können schon wissen, ja, ob in einer Stunde Bitcoin nach oben oder nach unten geht. Und aus diesem Grund, wir machen schon dieses Analysis und dann werden wir das Ihnen empfehlen zu verkaufen oder kaufen. Ja, ist das jetzt besser? Zum Beispiel, haben Sie jetzt das besser verstanden? Jo, aber wie genau kann ich denn nun Geld verdienen tun bei Ihrer Firma? Das weiß ich ja Sie gar werden nicht. Sie werden ein Handelskonto mit uns aktivieren. Ja, Sie haben das schon geöffnet. Und mit diesem Handelskonto, Sie werden schon mit verschiedenen Märkten handeln. Das kann Kryptowährungen sein, das kann Rohstoffe sein oder Aktien. Ja, wenn Sie wollen, Sie können auch mit Indexen handeln. Oder Sie können das alles kombinieren. Beispielsweise, Sie werden einen Markt auswählen. Das kann Rohstoffe sein. Sie können Ihnen sagen, dass morgen Lithium, ja, das eine wertvolle Metalle, wird nach oben geht, ja, das wird einsteigen. So, Sie werden einfach Lithium kaufen, ja. In 2 Tagen, wenn Lithium schon eingestiegen hat, Sie werden einfach das verkaufen mit einem schon besseren Preis, ja. Wenn der Preis schon nach oben gegangen ist, das bedeutet, dass Sie schon einen Profit haben. Und auf diese Weise, Sie können dann das verkaufen und Sie bekommen schon einen Profit. Ich habe beispielsweise auch ein Titanium gekauft, ja, von Rohstoffe. Das war vor 2 Monaten. Und in einem Monat Titanium hat 200% eingestiegen. Und mein Profit war natürlich 200% von meinem Einstiegbetrag, ja? Jo, das ist mal gut, ne? Und das kriegen wir genau. Jetzt auch hin. Und wie geht das nun genau? Und wenn wir das auch hinkriegen, das ist ja ganz gut, ne? Wissen Sie, schauen Sie, zum Beispiel, wenn Sie mit unserem Unternehmen handeln, wir werden davon circa 10% bekommen, ja? 10%, das ist unsere Kommission und 90%, das ist Ihr Gewinn. Zum Beispiel, Sie haben 1.000 Euro gewonnen, ja? 900 Euro, das ist Ihr Profit und 100 Euro, das ist unsere Kommission. Auf diese Weise existiert einfach unser Unternehmen und wir können davon schon einen Profit bekommen. Und das uns sehr nötig ist, damit unsere Kunden zusammen mit uns profitieren könnten. Weil nur wenn sie profitieren, dann profitieren wir auch, ja, das ist logisch. Jo, also Prozentrechnung kann ich auch, ne? Das ist mal klar, ne? 10%, und wenn ich 1.000 Euro dann habe, dass ich dann 900 Euro kriege und sie 10, so viel kann ich schon rechnen. Und wie geht das nun genau? Also sprich, wie geht das, dass ich Ihnen zum Beispiel... Ich will ein bisschen Geld investieren. Wie geht das? Sie wollen jetzt Geld investieren, ja? Aber welcher Betrag wollen Sie zum Beispiel investieren? Ein Mindesteinzahlungsbetrag oder wollen Sie mit einem größeren Betrag anfangen? Ich wollte eigentlich, hatte ich so gedacht, 10.000 Euro wollte ich investieren. 10.000 Euro, okay. Schauen Sie, mit 10.000 Euro können Sie auch anfangen, ja? Bei uns der Betrag ist nicht beschränkt. Wenn Sie wollen, Sie können sogar mit 100.000 Euro anfangen. Oder oh nein, so viel Geld habe ich ja? Dann doch nicht gespart. So viel Geld habe ich nicht gespart. Na, okay, dann wenn Sie 10.000 Euro investieren, Sie bekommen davon ca. 30% pro Monat, ja? Und außerdem, Ihr Profit hängt davon ab, wie lange Zeit Sie am Handel verbringen, ja? Es hängt natürlich direkt vom Betrag ab und von der Zeit, die Sie am Finanzmarkt verbringen. Beispielsweise unsere Kunden, die über 30 Minuten pro Tag am Handel verbringen, sie können schon über ca. 2.000, 3.000 Euro pro Monat verdienen. Und jo. Das ist alle Kunden, die mit einem kleinen Betrag angefangen haben. Wenn jo. Sie mit 10.000 Euro anfangen, sie können natürlich ihr Profit verdoppeln. Ja? Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, ob es
1000 Euro oder 10.000 pro Monat wird, ja, weil es hängt nur von Ihnen ab. Aber ich kann Ihnen wirklich jetzt sagen, ja, sicher, dass es ein großer Betrag schon wird und ein großer Profit. Jo, aber ich soll das selber machen. Ich dachte, Sie haben da bestimmt auch so einen Roboter. Ne? Ich habe so viel von diesen Robotern gehört, dass man gar nicht mehr selber machen muss. Also, dann sollten Sie ihm voraussagen, dass Sie mit einem Roboter handeln wollen, ja? Weil jetzt das ganze Gespräch, ich erzähle Ihnen über die Analytiken, ja? Und wenn Sie mit Roboter handeln werden, das bedeutet, dass es eine künstliche Intelligenz ist, ja? Es wird einfach statt sich handeln und Sie werden nur einen Profit davon bekommen. Das ist wie ein ChatGPT, ja? Wissen Sie, ja, was bedeutet ChatGPT? Nee, weiß ich nicht. Okay, das ist eine Plattform, eine automatisierte Plattform, ja, das ist eine Software, das handelt einfach statt Sie. Sie bekommen einfach jeden Monat einen Profit davon. Aber, Herr Borchert, ich empfehle Ihnen persönlich nicht mit einem Roboter handeln, sondern mit Analytikern, weil Sie können wirklich wissen, ja, ob Markt zum Beispiel nach oben oder nach unten geht. Roboter kann manchmal schon die Fehler machen. Ich habe selbst solche Situationen getroffen, wenn unsere Kunden mit einem Roboter gehandelt haben. Und Roboter hat einfach einen Fehler gemacht und unsere Kunden haben beispielsweise 5% von seinem Betrag verloren, ja. Deshalb, es wäre viel besser, zuerst das mit Analytikern probieren. Probieren Sie das zuerst mit Analytikern, falls es nicht klappt, Sie können dann auch einen Roboter für Sie einschalten. Eine künstliche Intelligenz, ja. Jo, aber ich sag mal, ich muss ja arbeiten. Ich kann ja gar nicht den ganzen Tag am Computer sitzen und irgendwie welche Sachen selber machen. Dann Wer hat Ihnen gesagt jetzt, dass Sie den ganzen Tag am Handel verbringen sollen? Sie haben doch Sie brauchen nur circa 10, 15 Minuten pro Tag am Handel verbringen, ja? Ich sage nicht Ihnen, Haben Sie gesagt, 30 Minuten am Tag? Ich kann Ihnen 20 sagen, ich kann Ihnen 15 sagen, ja, es spielt, denke ich, keine Rolle, ob es 5 oder 10 Minuten mehr, ja. Einen Tag, Sie werden 15 Minuten, einen Tag wahrscheinlich 20 Minuten. Ich denke, dass 5 Minuten für Sie keine große Rolle spielen, oder? Nee, 15 nicht, aber wenn das mehrmals am Tag ist, dann ist das eine ganze Menge Zeit. Ich muss ja auch ein bisschen Geld verdienen und arbeiten. Okay, Herr Borchert, schauen Sie, wenn Sie 15 oder 20 Minuten pro Tag am Handel verbringen, ja, Sie können schon einen guten Profit bekommen. Wenn Sie unter 15 Minuten verbringen, ich kann Ihnen nicht mehr garantieren, dass Sie einen guten Profit bekommen können. Sie brauchen zuerst das analysieren ein bisschen, ja, zuerst, und das zusammen mit Analytikern besprechen. Wenn Sie wollen, ich kann das doch gar nicht analysieren. Ich habe da doch gar keine Ahnung von. Wie soll ich denn irgendwas analysieren? Okay, ich habe alles verstanden. Dann schauen Sie. Wir werden das mit Analytikern machen. Sie werden Ihnen einfach sagen, dass Sie es kaufen oder verkaufen sollen. Sie werden einfach Ihre Entscheidung treffen, okay, und einfach das kaufen oder verkaufen, wie unsere Analytiker sagen, damit Sie keine schwierigen Entscheidungen selbst treffen sollten, okay? Okay, dann geht das. Dann ist das in Ordnung. Oder, wenn Sie überhaupt keine Zeit haben, sogar eine Minute pro Tag, sagen Sie, ich werde für Sie dann eine automatisierte Software auswählen, dieser Roboter, okay? Das hatten wir doch gerade schon geklärt. Das müssen Sie nicht alles wiederholen. Ich habe doch gesagt, Viertelstunde am Tag geht doch. Wann ist das denn am Tag? Tagsüber oder geht das auch abends? Sie können eine passende für Sie Zeit auswählen, ja, zum Beispiel, ob es Ihnen am Morgen passt oder am Abend, ja. Und um diese Zeit werden Sie schon handeln. Beispielsweise, Sie werden eine passende Uhrzeit auswählen, das kann nach der Arbeit sein, ja. Und um diese Uhrzeit werden wir einfach Sie anrufen und circa 15, 20 Minuten pro Tag zusammen mit Ihnen verbringen, ja, am Handel, meine ich. Und dann werden Sie einfach profitieren, okay? Okay, dann geht das. Okay, super. So, Herr Borchert, Sie wollen jetzt eine Anfängerplattform, ja, weil Sie keine Erfahrung haben. Ich kann Ihnen nur jetzt eine Anfängerplattform aktivieren, okay, damit Sie einfach das alles Schritt für Schritt mit uns lernen könnten. Geht es? Jo, das geht, ne? Okay, Sie wollen mit 10.000 Euro anfangen? Ja, so ungefähr. Okay. Haben Sie eine Online-Banking oder haben Sie eine Master- oder Visa-Karte?
Nee, das hatte ich den Kollegen doch schon gesagt, dass ich keine Kreditkarte habe. Okay, und welche Kreditkarte haben Sie? Ist das Master oder Visa? Haben Sie gar nicht verstanden, was ich gesagt habe? Genau, Sie haben gesagt, dass Sie meinem Kollegen schon gesagt haben, dass Sie eine Kreditkarte Nein, haben. ich habe gesagt, dass ich keine Kreditkarte habe. Okay, dann bedeutet das, dass Sie eine Online-Banking haben, ja? Ja, genau, sowas habe ich. Okay, und welche Bank haben Sie? Ist es Sparkasse, ist es Schwedbank, ist es LBB Bank? Welche Bank ist das? Das ist eine Sparkasse. Okay, falls es keine Sparkasse, was für eine Bank ist das? Ich sag, verstehen Sie eigentlich gar nicht, was ich sage? Ich habe gesagt, das ist die Sparkasse. In welcher Sprache soll Okay. ich mit Ihnen denn reden, wenn Sie gar nicht verstehen, was ich sage? Das ist nicht nötig auf irgendeine andere Sprache. Sie Ja, können aber Sie Deutsch ja verstehen schon. doch Deutsch Dann, gar damit, nicht. damit wir auch. Sie verstehen doch mein Okay, Deutsch gar schauen Sie, nicht. ich habe schon Ihnen gesagt, ich bin kein Deutschlehrer, damit Sie Deutsch Ja, aber beibringen, ja? also, wenn man Ich über werde Geld Sie nicht spricht, dann sollte, lehren. wenn man über Geld spricht, dann sollte man doch wenigstens seinen Telefonpartner auch verstehen tun, oder? Und Sie haben mich ja Okay, nun gar und nicht verstanden. darf ich nicht einmal zum Beispiel Sie wieder einfach nachfragen, ja? Ist das ein Problem für Sie, wenn ich einfach Sie nachfrage? Zum Ja. Beispiel, wahrscheinlich, ich habe einfach ein Problem mit meinen Hörern, ja, und aus diesem Grund, ich habe sie nicht verstanden. Oder Ja. mit meinem Mikrofon oder mit meinem Kopfhörer. Ist das ein Problem für Sie? Ja, wenn Sie dauernd immer wieder nachfragen, dann ist das, irgendwann wird das zum Problem. Da weiß ich ja gar nicht, ob der Finanzmann, ob der mich auch richtig versteht. Wenn der mich gar nicht richtig versteht, dann kann der ja Fehler machen. Schauen Sie, Herr Borchert, damit Ihre Zeit nicht ausgeben, ich werde jetzt Ihnen einfach die Requisiten schicken, Was für wo Sie Requisiten einfach denn? die. Das sind einfach die Requisiten von Ihrem Bankkonto, ja, wohin Sie einfach Geld überweisen werden, damit Ihr Handelskonto aktivieren. Sobald Sie diese Überweisung machen, dieses Geld wird auf Ihr Handelskonto gelandet und mit diesem Geld werden Sie schon weiter handeln und mit uns kooperieren, okay? Ja, So, gut. schauen Sie, Ihre E-Mail. Okay, Ihre E-Mail-Adresse ist, einen Moment bitte, das ist peter.borchert abseit mailbox.org, ja? Jo, der Kollege hat Okay. mir doch auch schon eine E-Mail geschickt. Okay, ja, aber wir haben Ihnen noch die Requisiten noch nicht geschickt, ja, meine ich. Ich Wir werden jetzt das, die, weiß gar nicht, ja, was wie bitte? Requisi ich weiß gar nicht, was Requisiten sind. Was sind denn Requisiten? Das ist ein Bankkonto. Das ist ein Ach, Bankkonto, Sie wohin meinen Sie die einfach Geld Bankdaten? überweisen werden. Sie meinen die Genau, Bankdaten? Bankdaten. Wenn Ja. Sie wollen das so nennen, das ist die Bankdaten. Das Okay, ist das wenn Sie wollen, deutsche können das Wort. so Das heißen. deutsche Wort heißt Bankdaten und nicht Requisiten. Okay, aber Sie haben verstanden, ja, das ist Ja, die gut. Bankdaten. Wenn Sie wollen, Sie können das die Bankdaten nennen. Okay, ich werde jetzt die Bankdaten Ihnen schicken auf Ihre E-Mail-Adresse. Einen Moment bitte. Ja, ich warte. Ich bin schon auf dem E-Mail-Konto drauf. Ich warte mal, was da kommt, ja. Okay, einen Moment. Wir schicken jetzt Ihnen die Requisiten, okay, auf Ihre E-Mail-Adresse. So, Sie wollen mit 10.000 Euro anfangen. Lass uns ehrlich sein. Mit welchem Betrag wollen Sie gerne anfangen? Ja, die habe ich doch gesagt, das habe ich mir zusammengespart, ja. Mit 10.000 meinen Sie, ja? Ja, ist das ein Okay, Problem? einen Moment. Nein, das ist kein Problem. Einfach unsere Kunden beginnen zuerst mit 100.000 Euro. Aus diesem Grund, ich denke jetzt, wozu wollen Sie mit einem so kleinen Betrag anfangen? Das Ja, weil ich kapiere ich nicht. einfach nicht, ja? Ja, wenn Sie das nicht wollen, ist doch kein Problem. Dann gehe ich zu einer anderen Firma. Ich habe nicht Nein, das mehr, ist gar nicht. ich habe nur nicht, ich habe nur 10.000 Euro gespart und mehr habe ich nicht. Okay. Ich habe gerade jetzt Ihnen die Requisiten für 10.000 Euro geschickt auf Ihre E-Mail-Adresse. Das ist peter.borchert abseit mailbox.org. Ja? Ja, und so ist meine Adresse. Okay, super. Schauen Sie bitte jetzt Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe Ihnen IBAN geschickt
Empfänger, BIC und die Adresse. Unsere Bank, werde ich Ihnen im Voraus sagen, befindet sich in Lithuanien, weil diese Bank sehr kleine Kommission nimmt, circa 5 bis 10%. Aus diesem Grund, das war uns sehr günstig, diese Bank nämlich in Lithuanien zu öffnen, okay? So, öffnen Sie jetzt Ihre E-Mail. Ja, habe ich schon geguckt. Ich sehe das schon, ja. Aber ich frage mich gerade, wo ist denn der Sitz Ihrer Firma? Meinen Sie, wo befindet uns einfach unsere Firma, ja, sich? Richtig, das habe ich gefragt. Okay, wir haben unsere Hauptstelle, ja, das befindet sich in Großbritannien, in London, ja, Hadron Capital. Und wir haben noch eine Zweigstelle in Österreich. Ach, und Sie sind jetzt gerade in Österreich? Nein, und wir sind gerade jetzt in Deutschland, ja, unsere Firma befindet sich in drei Stellen insgesamt, ja. Eine Hauptstelle, das befindet sich in Großbritannien, und eine Zweigstelle, das befindet sich in Österreich. Und wir haben noch ein Unternehmen in Deutschland. Jo, aber Sie rufen gerade mit einer österreichischen Telefonnummer an. Das heißt, Sie sind genau nicht in Deutschland. Genau, genau. Wir rufen Sie mit dieser Nummer. Wissen Sie warum? Weil das ist eine IP-Telefonie und das nicht nur bei unserem Unternehmen so, ja, sondern bei allen Unternehmen. Nee, aus diesem Grund, ja. Das ist nicht so, das ist nicht so. Mein IT-Mann, der hat mir gesagt, das nennt sich Rufnummern-Spoofing. Das ist verboten in Deutschland. Einen Moment bitte. Jetzt schicke ich Ihnen unsere Bankdaten, ja? Nochmal? Unsere Bankdaten. Sie haben das schon bekommen, oder? Ja. Okay. Ja, aber das ändert ja nicht an der Telefonnummer. Ja, schauen Sie bitte, ich habe jetzt Ihnen die neue Bankdaten geschickt. Öffnen Sie bitte Ihre E-Mail und aktualisieren Sie das mal. Es ist hier da ein Foto mit unseren Bankdaten, ja? Haben Sie das bekommen oder noch nicht? Nee. Wieso schicken Sie mir denn die Bankdaten zweimal? Ich habe sie doch schon bekommen. Nein, nein. Ich meine, das ist ein Foto von unseren Bankdaten, ja? Das ist ein Foto und mit diesen Bankdaten, Sie können eine gute und mögliche Überweisung für Sie machen, ja? Das ist ein Foto mit unseren neuen Bankdaten und mit diesen Bankdaten, Sie können, haben Sie das bekommen? Jo, dann gucke ich nochmal. Ja, öffnen Sie das. Ja, öffnen Sie das. Das ist ein Foto mit unseren Bankdaten. Augenblick, da muss ich mal gerade mal was gucken. So. Mhm. Ja, warum? Das ist doch dieselben Bankdaten. Ja, das sind doch dieselben Bankdaten. Ja, das ist die Bankdaten persönlich für Sie. Ja, wir haben das persönlich für Sie vorbereitet, damit Sie. Ja, aber das sind doch zweimal gerade dieselben. Im Arsch gehen. Hallo. Konnten, okay. Bitte was? Ja. Was? Ja, Herr Peter, was wollten Sie sagen? Sie haben mir doch hier zweimal Haben Sie meine Bankdaten bekommen? Hören Sie doch einfach mal zu. Warum reden Sie eigentlich dauernd dazwischen? Ich habe die Bankdaten jetzt zweimal bekommen. Das sind ja, doch diese genau, Sie haben das zweimal bekommen. Und die Bankdaten, das ist die neue Bankdaten, ja? Diese Bankdaten sind sehr, sehr zuverlässig. Auf diese Bankdaten, Sie können einfach diese 10.000 Euro schicken und selbst auf diese 10.000 Euro Ihr Arsch legen, okay? Was dann kann ich bitte? Auf wieder hören, okay? Hey, ja, Betrüger! Bitte? Hey, du Betrüger! Du bist selbst Betrüger, thank you very much. Du dummer Mann! Ihr fragt euch jetzt sicher, warum er mir die Bankdaten nochmal als Foto geschickt hat und so darauf bestanden hat, dass ich die neue Mail direkt öffne. Er geht natürlich davon aus, dass der Kunde seine Mails auf dem eigenen Rechner öffnet und hat daher ein Schadprogramm im Foto versteckt. Er konnte ja nicht wissen, dass ich alle meine Mails nur beim Provider öffne. Da werden Bilder, Tracker und Schadprogramme sofort blockiert. Deswegen war er auch so stinkig, als er sah, dass ich die neue Mail kannte, ohne das Foto oder die Schadsoftware aktiviert zu haben. Plan misslungen, Ergebnis Betrüger 0, Crasher 1. So viel zum zweiten Angriff der Hadronen.
Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr wollt, hören wir uns am Sonntag wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, gehabt euch wohl und bleibt vorsichtig. Euer Callcenter-Crasher.